So, da bin ich auch schon wieder. Was auch immer das jetzt war, mir ist Fraps abgeschmiert, mir ist OBS abgeschmiert und das Spiel hat auch noch gedacht, es muss rumspacken. Ich hoffe mal, das tritt nicht öfter auf, denn das wäre ziemlich doof. Aber wenigstens hat das Spiel mich wieder hier rausgelassen. Das ist toll. Das ist toll, dass ein Spiel sowas auch kann. Andere Spiele wären da jetzt wieder... Nö. Wir klauen dir jetzt 10 Drittel deines Fortschritts. Ne? Aber hier Dark Souls ist ja in der Hinsicht gnädig. Was rede ich da? Dark Souls und gnädig, ey. Da könnte ich ja genauso gut... Nee. Nee, nee, ist nicht gnädig. Das ist nur fair. So, ich hoffe, der Chat geht auch wieder von Twitch. Weil da steht jetzt nichts mehr bei mir. Irgendwie ist alles weg. Aber ich hoffe mal, er geht noch. Damit ich eure tollen Kommentare auch lesen kann. So, wieder die 3 Zuschauer da. Wunderbar. Einer davon bin ja ich, soweit ich weiß. Haha. Wie toll. Ja, aber ich werde jetzt erstmal den einbrechenden Boden untersuchen. Nein. Ich wollte eigentlich Estus nehmen. Danke. Genauso gut, Spinnen sind süß. Ja, richtig, Derko. Das war ein Vergleich, der passt. Spinnen sind nicht süß. Spinnen sind scheiße und wollen dich töten. Auch wenn sie klein sind. Auch wenn es Weberknechte sind. Es sind Spinnen. Sie wollen dich aufessen. Sie wollen dich mit ihren Beinen umschlingen und erwürgen. Das sind Spinnen, meiner Meinung nach. Da sind ja Schlangen noch harmlos dagegen. Nein! Wieso habe ich denn jetzt die falsche Waffe draußen? Oh. Ey, alles hat sich... Guck mal, alles hat sich umgestellt bei uns. Egal. Was soll's. Alles gut, alles gut. So, jetzt gehen wir da runter. Oder besser, wir lassen die da hochkommen. Hey, Jungs. Kommt mal, ich hab ein Problem. Wegfindung der KI 1A. Echt jetzt, Junge? Jetzt geh da einfach hoch, Mann. Komm. Etwas schneller. Das ist doch ein Witz. Hallo? Seid ihr echt so doof? Guck mal, jetzt habt ihr mich beide. Komm, schieb ihn hoch. Ja! Einer kommt. Einer kommt. Der andere bleibt weg. Das ist super. Komm. Put. 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 Ach komm, ey. Du bist so doof. Auf dich muss ich nicht mal warten. So doof bist du, weißt du? So doof. Oh je, 2. Was habe ich getan? Ihr seid nicht doof, ihr seid voll cool. Naja, eigentlich ja nicht, ne? Aber ihr wisst schon. Ich muss ja irgendwas sagen, um euch zu... bei Laune zu halten, ey. Oh. Ja, also. Hallo? Er kommt sogar, Mann. Er gibt echt Vollgas. Er geht aufs Ganze. Er will sich mit mir betteln. Ja, ich liebe es, mich zu betteln mit euch, weil ihr seid langsam. Aber der da, der denkt sich so, nö. Überraschungsangriff. Ach Mann, ey. Da könnte ich genauso gut den Titan-Dämon nochmal probieren, anstatt den Boss da unten zu machen, ey. Chancen müssten gleich sein. 0% Chance zu überleben. Hallo? Na, wie geht's Ihnen so? Heute schon gefrühstückt. Wieso eigentlich gefrühstückt? Wir haben fast 22 Uhr. Was rede ich denn da? Wir haben fast 20 Uhr. Ich bin schon wieder 2 Stunden zu weit. Sorry. Wir haben fast 20 Uhr. Genau. So.
Ah, guck mal, beim zweiten Mal. Ja. Da kommt man jetzt sogar runter. Ist das toll? Oder ist das toll? Ach, wieder die Glibberviecher, ey. Geht weg! Keiner mag euch, alle hassen euch. Ich ganz besonders. Ich mag doch eh keiner. Und keiner ist so doof und springt da rein. Sie werden es nie verstehen. Naja. Ist ja nicht mein Problem. Oh. Ha. Das ist ja interessant. Wo geht's denn da hin? Das Ding ist vergiftet, das weiß ich. Ne? Jo. Wartet mal. Tobi hat mir einen Tipp gegeben. Nein, der Tipp war es nicht. Wenn ich irgendein spezielles Item aufess, beispielsweise die Jauchiküchlein, dann bin ich ja schon vergiftet. Aber ich vergifte auch Gegner. Ob die gegen Gift anfällig sind, ich weiß ja nicht. Aber wenn ich so oder so vergiftet werde, ich meine, dann kann ich ja auch. Komm, ess mal. Ah. Das hat ja mal gar nichts gebrannt. Ich dachte, der frisst das Ding. Hä? Ich würde ja gerne quicksafen. Lara, Safe State. Aber geht ja nicht. Parantatatam. Ja, ich bin vergiftet, ich weiß. Oh. Ja, groß. Nein, vergiss es, Mann. Tschüss! So macht man die platt. Alles klar, hab's kapiert. Hey. Hallo? Habt ihr mich entdeckt? Hallo? 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 Oh, Hallöchen. Öfter hier? Ja, immer. Und tschüss. Verpiss dich. Und du auch. Und du auch noch, ne? Tschüss. Das hat ja prima funktioniert, muss ich sagen. Da bin ich ja schon echt entzückt. Da war aber noch einer. Ich weiß es doch. Ja, guck hier. Hey, Fettwanst. Wir warten. Sie warten alle auf dich. Sie wollen dich auch haben. Sag mal, bist du behindert? Es war nicht ernst gemeint, die Frage. Das war eine rhetorische Frage. Eine rhetorische. Kennst du? Germanistik? Nee. Okay. Dann stirb einfach. Tschüss. So. Das läuft ja wie am Schnürchen. Und ich hetz mich hier ab und denk, oh, ich muss aufpassen. Ja, für einen Arsch, ey. Die Viecher sind zu dumm zum Scheißen. Die können gar nichts. Die fallen irgendwo runter und sind tot. Ne? Ja, so ist schön. Ich hoffe, nichts fällt auf mich drauf. Gut. Und ja. Dann haben wir das hier auch mal bis zum Schluss erkundet. Das ist schön. Das macht Spaß. So muss das laufen, Leute. Auf in die nächste Runde. Okay, da ist nichts und da geht's wahrscheinlich lang. Wenn mir jetzt irgendwas auf den Kopf fällt, ich würde es dem Spiel so zutrauen. Okay, der widme ich mich nachher. Nachher. Später. Okay, auf der anderen Seite geht dann die Treppe hoch, nehme ich mal an. Ich muss natürlich immer auf meine Energie achten. Ist ja logisch. Zwinker, zwinker. Ich würde mir wünschen, dass das Fieder auch noch runterkommt. Aber ich denke mal, das wird da oben bleiben. Bevor ich da hochgehe, warte ich, bis das Gift vorbei ist. Komm.
So, dann kann ich mich nämlich voll heilen. Genial, Carla, du bist so genial. Wie machst du das nur immer? Oh, das braucht Übung. Sag mal. Hast du Spackungen? Hick. 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 Ja, Schluck auf. Schluck auf, Schluck ab. Komm, hau drauf. Du bist eh zu langsam. Komm schon. Jawohl, es hat geklappt. Toad, da ist er, Toad. Da ist er. Wieso Toad aus Mario? Wir haben einen weiteren roten Brocken. Davon haben wir doch jetzt echt schon genug, also. Juti. Na dann, wieder ab in die Soße. Und dann gucken wir mal, was in der Kiste drin ist. Ich hoffe, es ist kein Mimic. Wenn es ein Mimic ist, dann... Ey, in der Suppe gegen ein Mimic kämpfen ist scheiße. Möchte ich nur mal anmerken. Ihr merkt ja, wie schwer ich mich tue. In dieser Brühe. Wo genau? Egal, ich stell's nicht in Frage. Mimic! 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 Nein, kein Mimic! Wuhu! Eine rote Scholle. Was will ich denn mit einer roten Scholle, sag mal? Muss ich mir gleich mal die Itembeschreibung durchlesen. Das klingt ja wirklich interessant. Und überhaupt nicht langweilig oder lame. Oder sonst was. Nicht so tolles. Es klingt sowas von überhaupt nicht spannend. Eine rote Scholle. Ich weiß, dass Schollen Fische sind. Haben wir jetzt, aber es sah ja eher aus wie so ein Stein. Vielleicht haben wir jetzt die nächste Form des roten Brocken gefunden. Die rote Scholle. Das wäre ja natürlich... Natürlich wäre das, ja. Genau, das wäre es natürlich. Ja, wir können uns hier dann auch wieder verziehen, ne? Tschüss. Aber zuerst, was ist die rote Scholle? Was ist das genau? Finden wir bestimmt hier. Ja, wir haben die graue Scholle. Ach ja, alles klar. Feuerwaffe und Chaoswaffe. Das Ding macht Chaoswaffe. Das Ding macht Blitz, Kristall und Standard. Ja, das kann interessant sein. Ja. Ja, naja. Naja. Ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann an dem Gift sterbe, wenn ich mich jetzt nicht bald heil. Aber ehrlich gesagt will ich mich noch gar nicht heilen. Das Gift dauert noch so lang. Oh. Guck mal. Was bist du denn? Ach, einfach nur ein Stein, ey. Dumme Steine. Hallo. Also mit dem auf der Brücke lege ich mich nicht an. So viel ist klar. Da bin ich tot. Komm schon, Gift, hör endlich auf zu wirken. Ich will mich heilen. Cool. Wow, ich hätte mich viel früher heilen können. Hätte eh nicht voll was gebracht. Ja, da ist er, der Hässliche. Gegen den kämpfe ich nicht. Das heißt, mein einziger Weg... ist echt das Gruselvieh. Mit einmal Estus. Aber wenigstens habe ich hier jetzt aufgeräumt. Also hier habe ich jetzt alles erkundet. Hier dürften keine Geheimnisse mehr übrig sein. Außer halt über diese Brücke da. Wartet dabei her. Ich bin scheiße. Und demonstriert uns nur allzu gerne, dass er scheiße ist. Aber jetzt mal ehrlich. Ist es gewollt von den Entwicklern, dass man dort... Hey, ich sehe die Löcher. Ich kann die Löcher sehen. Ha! Lustig. Ja, hilft ja nichts. Oh, ich habe keinen Bock auf das Vieh. Können wir nicht einfach sagen, ich habe es besiegt und ich beende die Session? Scheiße.
Aber wisst ihr... Scheiß drauf. Also die Rambo-Taktik. Die werde ich mir nochmal überlegen müssen. Da muss ich nochmal... Ey Leute, ich habe keinen Bock da drauf. Die Löcher sind wieder zu. Die sind einfach nicht sichtbar. Wie soll ich denn den besiegen, wenn ich die Löcher nicht mal sehe? Wenn der erst die Löcher macht, sobald ich draufstehe. Das ist scheiße, aber wisst ihr was? Mir fällt da was ein. Mir fällt da was ein. Hat alles seinen Sinn, dass ich jetzt zurückgehe. Hat alles seinen Sinn, Leute. Ganz ruhig, nicht ausrasten, nicht ausrasten. Alles gut, ich hab eine Idee. Ich habe eine super Idee. Hey, kennt ihr den Boss hier noch? Der war ja mal voll easy. Einfach hier stehen, die ganze Zeit blocken und schlagen. Ha, ha, ha. Da gab's noch einen zweiten Weg vor diesem Boss. Und Tobi meinte nur, da soll ich nicht hingehen, aber Tobi ist nicht da. Tobi kann mir überhaupt nicht mehr sagen, was ich tun soll, denn ich mach's jetzt einfach. Ich find's zwar etwas schade, dass Tobi mich hat sitzen lassen, aber... Ne? Ist egal. Es ist keine Pflicht, hier zu sein. Und ich habe ja trotzdem Spaß an dem Projekt. So, hier waren wieder die... Ekligen. Ne? Ihr wart hier doch. Ja, genau. Dich habe ich gesucht, Mann. Genau dich habe ich gesucht. Genau dich habe ich nicht gesucht, aber... Töten kann ich dich trotzdem. Da. Ja doch, da ging's hoch. Natürlich ging's da hoch. Ich wusste es doch. Also gehen wir erstmal hier hoch. Was erwartet uns? Ich bin gespannt. So. Tot. Noch einer. Mann, Mann, was wollt ihr denn alle? Ihr sterbt doch eh alle gegen mich. Vor allem, wenn ihr einzeln kommt, ne? Würdet ihr wenigstens in der Gruppe an... Wieso reiße ich mein Maul eigentlich immer so weit auf? Könnt ihr mir das mal verraten? Wieso mache ich das eigentlich immer? Bin ich bescheuert? Na kommt her. Ich liebe euch. Hörst du dann mal auf? Hast du jetzt genug? Okay. Ach, die hätten mich wahrscheinlich auch ignoriert, aber dann hätte ich die Seele des Ritters nicht gehabt. Du bist echt. Nein, das ist ein Fake. Oh. Seid ihr echt? Bist du echt? Bist du echt? Nein, die sind alle nicht echt. Da ist so eine Plattform, die kenne ich ja schon, aber... Was bringt mir die Plattform? Vielleicht kann ich hier tatsächlich überhaupt nichts machen. Ah, guck mal. Da kann man runter... Ah, jetzt bin ich über dem Vieh. Also hier unten war der Bosskampf, wenn ihr euch erinnert. Der erste der letzten Session. Und was macht das hier? Hallo? Oh. Ja gut, ein Aufzug. Wo komme ich denn jetzt raus? Aha. Check ich nicht. Check ich nicht. Was soll ich hier? Was soll ich bei der alten Schachtel? Die kann mir doch eh nichts sagen. Alte Schachtel. Ich könnte ihr mehr Menschlichkeit opfern. Wie viel habe ich denn noch? Ich glaube, ich muss hier 50 opfern, ne? Aber ich glaube, die spare ich mir auf. Hey, alte Schachtel. Hallo, hässlicher. Was braucht ihr? Gebt mir bitte mal einen Ei-Entferner, will ich haben.
Habe ich überhaupt so viel? Jo. Danke. Prüfe Liste der Diener der Töchter des Chaos. Das ist ein ziemlich komischer Satz. Jo, wollen wir haben. Und was bringt mir die Liste jetzt? Darf ich die mal angucken? Ist es vielleicht ein Schlüssel? Eine Liste als Schlüssel? Nein, 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 nein. Ah, vielleicht ja hier. Oder halt hier? Weiß ja nicht. Eine Liste. Hier, da haben wir es doch. Was ist denn das? Darf ich mal angucken? Also, der Elite-Träger eingeführt diese Liste all jener, die seiner Herrin, einer Tochter des Chaos dienen. Eingies Lob verdient sich, wer genug Menschlichkeit darbietet, um das Leid seiner Herrin zu lindern. Doch was ist Eingies Lob wirklich wert? Ja, weiß ich nicht. Toll, damit haben sie mir jetzt gesagt, spende Seelen, das wusste ich schon. Und dafür habe ich so viel Geld ausgegeben? Oh. Das ist eine Online-Liste. Guckt mal, ey, da haben manche echt... Also, guckt euch den Typen mal an. Der hat 60.000 Menschlichkeit dargeboten. Was für ein Assi. Hat er sicher cheated, wetten? Ja, natürlich hat er das cheated. Vielleicht ist hier ja auch der liebe Tobi drauf. Mal gucken. Bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, wer der 100. ist. Das interessiert mich jetzt. Wer ist der 100? Wer ist auf Platz 100? Fefetto. Hört sich fast an wie Geppetto. Und 96? Wladimir Postniak. Cool. Jetzt habe ich eine tolle Liste über Online-Statistiken.